Geht's dir gut? Ja, alles gut. Alles beim Alten? Ja. Axel Unbehend und Schwester Saskia sind per Du. Sie kennen sich seit 10 Jahren, vertrauen einander. Dreimal die Woche kommt der frühere Fotograf zur Blutwäsche ins Nierenzentrum Wiesbaden. Schon fast sein halbes Leben ist der 60-Jährige auf die Dialyse angewiesen, Teil seines Alltags. Und doch macht er sich neuerdings Sorgen. Was, wenn wirklich mal der Strom wegbleibt? Wenn ich da nichts höre, was ja möglich ist im Chaos, dann würde ich selber aktiv werden und telefonieren und versuchen, irgendeinen Platz mir zu organisieren. Denn ohne Strom geht hier gar nichts und die meisten Patienten müssen spätestens nach 3 Tagen versorgt werden. Stefan Haag ist der ärztliche Leiter des Zentrums. Wie wahrscheinlich ein echter Blackout ist, das kann auch er nur schwer abschätzen. Aber die Fragen der Patienten nehmen zu und so spielt auch er Szenarien durch. Wir haben keine Notstromaggregate. Wir können kurzfristig die Dialyse laufen lassen für noch ungefähr 1 Stunde. Das reicht dann ungefähr aus, dass man die Dialyse noch planvoll beenden kann auch. Die nächsten Patienten, die dann danach kommen, für die haben wir dann keinen Platz. Und da geht es dann drum ums Improvisieren. Statt improvisieren, lieber planen, will das Land. Denn wenn das Stromnetz kollabiert, könnte es in ganz vielen Bereichen kritisch werden. Alleine 27 solcher Großaggregate hält man deshalb in Bereitschaft. Sie könnten ganze Krankenhäuser oder Wohngebiete mit Strom versorgen. Katastrophenschutz ist keine Geschichte, die Sie in der Katastrophe selbst anfangen, sondern da brauchen Sie entsprechende Konzepte. Sie müssen die Helfer bereit haben, Sie müssen die Helfer mitnehmen. Auf der Basis, glaube ich, sind wir in Hessen sehr gut vorbereitet. Im Fall der Fälle wären die Landkreise in der ersten Reihe, auch wenn es darum geht, die Bevölkerung zu versorgen. Im Rheingau-Taunus-Kreis kümmert man sich zum Beispiel darum, wie die Feuerwache selbst zu Strom kommt. Wir können jetzt beispielhaft hier an dem Feuerwehrgerätehaus zeigen, dass wir in der Lage sind, wenn der Strom nicht mehr vorhanden ist, mit mobilen Aggregaten diese Gebäude mit Strom einzuspeisen, dass wir quasi in einem Schadensszenario, das ein Blackout wäre, wie ein Leuchtturm für die Bevölkerung als Anlaufstelle dient. Anlaufstelle für die Dialysepatienten in Wiesbaden bleibt das Nierenzentrum. Grund zur Panik sieht dort keiner. Doch nicht alles haben sie hier selbst in ihrer Hand. Die Hoffnung habe ich schon und ich habe auch das Vertrauen in die Politik, dass alles getan wird, dass es wirklich möglichst mit wenig Schaden entsteht. Aber trotzdem die Sorge bleibt, dass es wirklich machbar sein wird. Ob, wann und wie lange der Blackout kommt, ungewiss. Axel Unbehend hat das für sich durchgespielt. Aber auch bei ihm bleibt ein Rest Unsicherheit. Ich hoffe, dass es uns nicht betrifft. Ist ganz einfach. Weil, ich sage immer, wenn das kommt, dann sind wir die Ersten, die darunter leiden müssen. Ne? Aber auch die Ersten, denen Hilfe zukommen soll. So steht es in den Plänen für den Blackout. Die liegen fertig in der Schublade und sollen da auch bleiben, hofft Axel Unbehend.